Hi, hi, da bin ich wieder. Heute habe ich keine Figur zum Auspacken. Also ich habe noch ein paar im Regal, die ich gerne auspacken möchte. Aber das würde ich im Jahr 2023 machen. Ich wollte jetzt einfach mal ganz kurz die Zeit nutzen und erstmal Danke sagen. Danke, dass ihr dabei seid, wenn ich meine Figuren auspacke, wenn ich neue Figuren oder andere Spielsachen oder sonstige Blindboxen entdecke und ihr mich auch unterstützt, indem ihr meine Videos schaut, mir einen Daumen da lässt, einen Kommentar. Manche sehe ich ja schon mittlerweile 1 oder 2 Jahre unter meinen Videos. Dafür schon meinen herzlichen Dank für die Unterstützung und auch immer wieder für die Hilfe, wenn ich mal nicht weiß, was ich da auspacke oder mir mal ein Name nicht einfällt oder sonstiges oder vielleicht, dass ich das ein oder andere nicht richtig ausspreche. Dafür schon meinen vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich bin jetzt bei 830 Abonnenten. Es schwankt immer so hin und her, ist ja auch okay. Ich habe jetzt kein großes Ziel. Wichtig ist, dass das Ganze wirklich Spaß macht, woran ich auch Spaß habe. Und dass ich auch Menschen kennenlerne, die das gleiche Hobby haben oder ähnliche Hobbys oder auch das Interessengebiet mit mir teilen. Es gibt nicht viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, hey, ja, komm, wir spielen mit Actionfiguren oder wir packen das eine oder andere aus. Umso schöner ist es, da draußen auch Menschen kennenzulernen, die die gleichen Interessen haben, die gleichen Hobbys und sich auch an den ein oder anderen Sachen, die ich so auspacke, erfreuen. Das wollte ich erstmal sagen. Vielen lieben Dank. Ich habe mir überlegt, nach vielen, vielen Fragen auf das ein oder andere einzugehen, zum Beispiel auf eine kleine Roomtour, wobei das ist nicht viel, also es ist wirklich nicht viel, aber ich werde versuchen, das im neuen Jahr irgendwie mit reinzukriegen. Und die nächste Frage war mit einem Live gehen. Ich werde versuchen, live zu gehen, viele Fragen zu beantworten. Vielleicht nicht alle, mal sehen, aber so die eine oder andere. Das sind so 2 Dinge, die mir oft gestellt wurden als Frage. Werde ich versuchen, im neuen Jahr 2023 mit einzubauen in meinen Videos, in meiner kleinen Zeitspanne für mein Hobby. Und genauso wie, was war denn das dritte? Eine Nahaufnahme von vielen Figuren. Das kann ich natürlich auch machen, ich werde versuchen, aber ich muss mich erst erkundigen, wie das technisch funktioniert, dass ich während meines Videos, wie jetzt, noch mal ein kleines Video irgendwie habt, dass ihr die kleinen Details sehen könnt, dass ich nicht jedes Mal mich strecken muss. So lange Arme habe ich halt nicht, um euch das kleinste Detail auch zeigen zu können. Genau, das waren, glaube ich, die 3 häufigst gestellten Fragen. Und den Rest würde ich versuchen, so nach und nach zu beantworten oder auch zu zeigen. Aber es war mir wichtig zu sagen, vielen lieben Dank für das letzte Jahr und die letzten 2 Jahre. Wie lange bin ich denn jetzt schon hier auf YouTube? Naja, schon 1, 2 Jahre mindestens. 2, 3 Jahre, ich weiß es nicht. Und letztes Jahr halt sehr aktiv, wo ich das ein oder andere ausgepackt habe. Und ja, einen vielen herzlichen Dank und ich hoffe auf das Jahr 2023. Vielleicht kann man hier den ein oder anderen wirklich kennenlernen, näher kennenlernen, auch mal schreiben. Ich schreibe ja schon mit einigen oder man trifft sich auch mit den einen oder anderen. Aber es geht natürlich nicht mit allen und nicht überall, je nachdem, wo man herkommt. Genau, das wollte ich mal loswerden. Und zum Schluss, es ist ja nicht so, dass ich euch gar nichts zeigen möchte oder auspacken möchte, habe ich hier noch einen kleinen Slimer. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ist kein richtiges Unboxing-Auspack-Video, aber der ist doch schon cool, oder? Und da habe ich gedacht, hey, den kleinen Freund hier, den nehme ich mal mit, den zeige ich euch, damit ihr hier nicht nur mich sehen müsst. Aber ich dachte mir, komm, den kleinen, den nimmst du mit. Der ist halt hier so aus Gummi. Slimer ist halt mega cool. Für mich gehörte zu Ghostbusters Slimer dazu. Der darf auf gar keinen Fall fehlen. Drinnen ist ein... Ach, da ist ein Schaumding. Ah, ja, ja. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, weil das einfach zu dunkel ist, glaube ich. Und dann sind ja so Schnuren und die schnürt man sich hier irgendwie an. Gut, ich werde jetzt keine großen Schnurrenaktionen hier machen. Ich werde wahrscheinlich auch lieber unter dem Pulli oder so. Und so sollte das aussehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt bei jedem Video dabei haben werde. Aber das ist schon cool, oder? Und?
Was sagt ihr zu dem kleinen Freund? Ist das nicht mega cool? Ich brauche hier noch so einen Gremling. Dann habe ich hier noch Slimy. Also ich finde ihn geil. Ich sehe ihn zwar jetzt nicht wirklich, aber ich finde es mega cool. So, dachte ich mir, ich zeige euch den kleinen. Ist das nicht cool? Es gibt Sachen, die sind einfach genial, an denen kann ich nicht vorbeilaufen. Die sehe ich und dann weiß ich, oh mein Gott, die musst du haben. Ist das nicht mega? Wenn ich so einkaufen gehen würde, wie die Leute mich wohl angucken würden. Ja, naja. Denn erstmal so nebenbei, den kleinen hier. So, genau, warum ich online gegangen bin, warum ich hier das Video gemacht habe, ist, um Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass wir zusammen, dass ihr auch meinen Quatsch mal mitmacht, wenn ich mal irgendwas auspacke, wo ihr denkt, oh mein Gott, was hat die da schon wieder? Ja, ich kann an manchen Dingen nicht vorbei und manche Dinge machen mich neugierig und ich denke mir immer, komm, zeigst es mal. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was es da noch alles so auf den Markt gibt. Ich entdecke immer wieder so eine Kleinigkeit, wo ich denke, komm, nimm es einfach trotzdem mal mit. Passt zwar noch nicht wirklich so, aber das, was mir noch fehlt, dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, sind die Avatar-Ü-Eier. Ich will Avatar-Ü-Eier auspacken, aber ich habe noch keine gefunden, aber ich bin auf der Suche. Ich bin auf der Suche, ich will ein Avatar-Ü-Ei haben. Es gibt's doch nicht. Irgendwo müssen die doch sein. Ja, ich habe es noch keine gefunden, aber im neuen Jahr könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass es so das eine oder andere Verrückte noch geben wird. Ich bin auch gerne offen für Tipps, gerne auch für Kritik und Ideen vor allem. Ideen, ja, und für jegliche Unterstützung in vielen Dingen, wo ich nicht weiter weiß. So, dann will ich das Ganze gar nicht so in die Länge ziehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Ich hoffe, dass meine Stimme im neuen Jahr dann wieder hundertprozentig ist. Ich habe so ein Auf und Ab die ganze Zeit. Bleibt gesund, feiert schön und wir sehen uns im neuen Jahr 2023. Bis dahin, bye bye.